Ja, auch von mir nochmal ein herzliches Willkommen in der Genussregion Oberfranken. Für mich ist es zumindest jetzt die perfekte Zeit, sich schon mal aufs Mittagessen zu freuen. Ich habe schon Hunger, ich weiß nicht, wie es euch geht. Nach unserem Panel gibt es was zu essen. Ich finde, es ist total wichtig, dass man sich über die neuesten Food-Trends informiert und immer up-to-date ist, weil Essen ist ein Thema, was uns alle betrifft. Also wir essen alle und müssen essen, um gesund und fit zu sein. Und wenn man gesund und fit ist, kann man auch die Umgebung erkunden und coole Unternehmen gründen und neue Ideen verfolgen und dann auch in seiner Freizeit vielleicht in Bayern den Tourismus genießen und neue Ecken entdecken. Und das geht zum Beispiel auch super gut hier im Nordbayern, also ganz viele tolle Sachen zu entdecken. Es geht aber nicht nur um das Essen, das wir essen und an das einzeln an uns zu denken, sondern auch um den ganzen Wirtschaftszweig, der dahinter steht. Also die Ernährungsindustrie ist hier super, super wichtig und da stehen ganz, ganz viele einzelne Produktions- und Verarbeitungsschritte dahinter, zum Beispiel angefangen mit der Landwirtschaft, Agritech ist im Moment ein wichtiges Thema und dann geht es weiter in die Produktion und Verarbeitung und dann zum Verkauf. Ist es ein wichtiger Wirtschaftsfaktor für unterschiedliche Regionen und auch am Standort Bayern sehr, sehr wichtig und interessant. Also ich glaube, Bayern ist so, wenn man das international betrachtet, meistens das Land, das man auch vielleicht mit Deutschland essenstechnisch verknüpft. Also wenn man an Deutschland denkt, denkt man meistens an Bier, Brezeln und vielleicht Wurst. Und das ist ja eigentlich alles, was es in Bayern gibt und was man tatsächlich auch mit Bayern verknüpft. Deswegen ist es von unserer Seite, von Invest in Bavaria, auch immer wieder ein Thema, mit dem wir spielen. Und auch Digitalisierung ist in dem Thema super, super wichtig, weil da gibt es ganz viele tolle innovative Ideen, die Effizienz und die Wirtschaftlichkeit in diesem Bereich auch nochmal verbessern. Ich weiß nicht, wer von euch Invest in Bavaria kennt, also vielleicht einfach einmal kurz die Hand heben. Ja, also schon einige. Ich erzähle das trotzdem noch mal ganz kurz, was Invest in Bavaria ist. Also Invest in Bavaria ist die Ansiedlungsagentur des Freistaats Bayern und wir kümmern uns darum, dass sich internationale Unternehmen in Bayern ansiedeln und hier den perfekten Standort finden. Wir unterstützen vorhandene Unternehmen dabei, ihren Standort zu erweitern oder auch einen neuen Standort zu finden und ganz stark auch digitale Start-ups an den Standort Bayern zu bringen und hier noch stärker an Innovation und Digitalisierung zu arbeiten. Genau, weiterhin sind wir auch ganz stark im Standortmarketing aktiv. Also zum Beispiel haben wir gerade im letzten Jahr eine Startup-Kampagne gehabt mit einem Startup-Film, den ich auch gerne nochmal gleich zeigen würde, wo es darum geht, Startups auf Bayern aufmerksam zu machen und mal zu zeigen, was an unserem Standort alles möglich ist. Vielleicht können wir den Film kurz zeigen. Hello, my name's Greg Connor. I'm the CEO of a company developing robotic systems for personal use here in Bavaria. But why have we chosen this location? Well, because the facts cannot be denied. As you can see, it's the ideal European base for tech companies of the future. 36 of the world's 50 most innovative companies have subsidiaries here in Bavaria. This local network enables intensive partnerships. Plus, Bavaria is a technology powerhouse and the manufacturing hub in Europe. 102 of its companies are acknowledged world market leaders with combined sales of 392 billion euros. Admittedly, work methods here are special, but they are very, very successful. By the way, this vending machine is brilliant. Being both the number one ICT location and a manufacturing center, Bavaria is one of the world's leading IoT hubs. Well, at least we can't complain.
Also wie man auch hier im Film gesehen hat, Essen, Digitalisierung lässt sich super verknüpfen und auch international immer sehr gut darstellen, um auf den Standort Bayern aufmerksam zu machen. Heute haben wir auch ein innovatives Startup aus Bayern mit dabei. Also wir haben René von Brandel Nutrition, der uns vielleicht in 2 Minuten kurz mal erklären kann, was er macht und was die Idee hinter seinem Startup ist. Zuerst mal Dankeschön an Maureen von Invest in Bavaria und das ganze DLD-Team, dass ich ganz kurz als ehemaliger Bayreuther Student unser junges Unternehmen vorstellen darf. Mein Name ist René Sepeur, ich bin Mitgründer von der Brandel Nutrition GmbH mit Sitz in Nürnberg. Und die und der ein oder andere von euch macht ja sicher irgendwas mit Fitness oder Kraftsport und hat sich vielleicht schon in dem ein oder anderen Problem wiedergefunden, wenn es ums Thema Sportnahrung geht. Denn wenn es zu Fitness oder Proteinshakes kommt, muss man es erst mal vorstellen, gibt es einen riesen Produktedschungel, wo fange ich überhaupt an? Dann muss man bei näherer Betrachtung feststellen, dass ca. 90% der Anbieter potenzielle gesundheitskritische Inhaltsstoffe einsetzen, wie zum Beispiel künstliche Süßungsmittel. Und das in einer unbekannten Menge, weil diese Menge keine Pflichtangabe ist und es an Transparenz fehlt. Außerdem gibt es wenig Möglichkeiten für Veganer oder Laktoseintolerante. Und last but not least, alles von der Stange. Nimm 20 Gramm, steht zum Beispiel als pauschale Verzehrsempfehlung drauf, aber das kann ja nicht für jeden stimmen. Stellt euch mal eine zarte 60-Kilo-Frau und daneben so ein 120 Kilogramm Hardcore-Bodybuilder vor. Die Wissenschaft weiß, dass das nicht passt, dass nicht jeder dasselbe braucht, aber die Anbieter haben es bis hierhin ignoriert. Diese pauschalen Verzehrsempfehlungen sind Durchschnittswerte und Durchschnittswerte sind für niemanden individuell optimal. Deshalb haben wir das Thema Sportnahrung von vorne bis hinten neu gedacht und haben den ersten Shake gemacht, der persönlich auf den Sportler zugeschnitten individuell gemischt wird. Der erste Shake, der mit über 30 wirksamen Inhaltsstoffen ein All-in-One-Shake ist, auf der aktuellen Studienlage basiert und ohne potenziell gesundheitskritische Inhaltsstoffe auskommt. Das Ganze funktioniert über unsere Webseite, über einen interaktiven Fragebogen mit einem Algorithmus dahinter, der genau die individuell optimale Mischung für diesen Sportler generiert, darstellt und nach der Bestellung wird das Ganze dann frisch, made in Bavaria, gemischt und versendet. Also an alle Sportler, geht gerne mal auf brandel-nutrition.de, schaut euch eure individuelle Mischung an, an alle potenziellen Investoren. Wir machen dieses Jahr unsere zweite Finanzierungsrunde und ich freue mich noch auf spannende Gespräche heute zum Thema Future Food. Dankeschön. Vielen Dank an René für diesen kurzen, super Einblick. Für alle, die für euch Startups total interessant finden, also wie schon vorhin in der Rede von der Digitalministerin erwähnt, 19 digitale Gründerzentren auch in Nordbayern vorhanden. Genau. Ein weiteres wichtiges Thema für den Standort Bayern ist Forschung. Also ich freue mich total, dass wir heute an einem der wichtigsten Standortfaktoren in Nordbayern auch wieder dabei sind, an einer Universität, die ganz stark auch natürlich Innovationen in Bayern vorantreibt und auch für internationale Investoren super wichtig ist, weil hier die Fachkräfte der Zukunft sitzen und ausgebildet werden. Ein anderes Thema sind aber auch die regionalen Forschungsinstitute, die immer weiter an neuen Trends forschen und Kompetenzen bündeln, die ein weiterer wichtiger Standortvorteil in der Region sind. Und ich freue mich total, dass wir das Kernkompetenzzentrum aus Kulmbach heute zu Besuch mit dabei haben und Martina Tröger, die Teamleitung für Regionalität und Innovation, stellt uns mal die neuesten Trends im Bereich Food vor. Dankeschön. Ja, hallo. Es ist eine Ehre, hier sprechen zu dürfen am DLD. Vielen Dank für die Einladung. Mein Name ist Martina Tröger. Ich bin Projektmanagerin am Kompetenzzentrum für Ernährung mit Schwerpunkt Regionalität und Innovation und darf heute über das Thema Food Trends und Szenarien sprechen, Essen bewegt. Ich bräuchte meine Präsentation. Also eigentlich sollte da eine Präsentation sein. Kompetenzzentrum für Ernährung, kurzer Hintergrund. Das Kompetenzzentrum für Ernährung gibt es seit 2011. Wir sind eine Einrichtung des Bayerischen
Ministeriums für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten und haben unseren Sitz in Kulmbach und in Freising und befassen uns mit den Ernährungsthemen und der interdisziplinären Zusammenführung von Wirtschaft, Wissenschaft und Wissenstransfer im Bereich Ernährung. Wir werden oft gefragt, ja, was gibt es denn eigentlich für Ernährungstrends? Wie sieht unsere Ernährung von morgen aus? Und es wird sehr, sehr viel über die Ernährung mittlerweile gesprochen. Und meine Antwort ist immer, es gibt nicht einen Trend, es gibt sehr viele. Die Ernährung ist in Bewegung. Es ist ein gesellschaftliches Thema. Es sind Trends, die sich sehr dynamisch entwickeln über Jahre hinweg. Einflussfaktoren sind da natürlich immer die sozialen, politischen, technischen, digitalen, klimatischen Entwicklungen. Ja, dieses Jahr sehr in ist natürlich die pflanzenbasierte Ernährung. Healthy Hedonism ist quasi Stichwort für gesunder Genuss und Beyond Food, also Fleischersatzalternativen, was kommt danach? Und das Thema Transparenz, also auch quasi Blockchain, wie schafft man Ernährungssicherheit? Ja, was wir einfach festgestellt haben, ist, Food Trends sind keine statischen Phänomene, sie sind sehr dynamisch, sie entwickeln sich auch so, wie sich unsere Gesellschaft und unsere Technologien entwickeln. In der Land- und Ernährungswirtschaft ist ein Systemwandel erkennbar, aufgrund auch der Globalisierung und Digitalisierung. Und unser Konsum wird immer individueller und die Ernährung wird zum Lifestyle bei uns. Es ist einfach, wir wollen damit einfach unseren Lifestyle ausdrücken und uns auch damit gegenüber anderen abgrenzen. Du bist also, was du isst. Und dadurch entstehen auch viele Nischenmärkte, die entstehen, wachsen. Die Trends sind aber auch teilweise nicht mit Wachstum oder Gewinn orientiert. Beispiel ist das Thema Regionalität. Und was wir auch sehr stark feststellen, ist, dass die Food-Startups wirklich in der Branche Trend- und Innovationstreiber sind. Sie sind einfach dynamischer, sind nicht so starr, sie reagieren einfach drauf, sie können Trends auch verstärken. Das ist jetzt so von Konsumentensicht her. Wir hatten vor 2 Jahren die Zukunftstage Lebensmittel und haben im Rahmen dieser Zukunftstage Lebensmittel, wo wir die Ernährungswirtschaft eingeladen haben, Szenarien entwickelt. Wir hatten da ein 14-köpfiges Expertenteam beieinander und haben da 21 Schlüsselfaktoren beleuchtet unter dem Aspekt, welchen Einfluss hat die Politik und wie ist die Innovationskraft der Ernährungswirtschaft. Heraus kamen 8 Szenarien und es war eigentlich alles dabei von dem Effizienzszenario, wo es um kurzfristiges, gewinnorientiertes Streben geht, bis hin zur globalen Vereinheitlichung. Und wir haben uns aber damit noch nicht so ganz zufrieden gegeben und haben dann auch an den Zukunftstagen Lebensmitteln das Publikum befragt, also die Ernährungswirtschaft. Wo sehen Sie sich und die Zukunft der Ernährung im Jahr 2030? Und Einschätzung war auch Effizienzszenario, aber auch dieses globale und Fair-Szenario mit Digitalisierung. Und im nächsten Schritt noch kurz zur Grafik. Die Längsachse drückt quasi die Regulierung der Politik aus. Also je höher, desto mehr reguliert quasi die Politik die Ernährung. Und die Querachse drückt quasi den Innovationsgrad aus des Szenarios.
Und wir haben die Unternehmen, die Teilnehmer gefragt an den Zukunftstagen, mit welcher Zukunft rechnen sie 2030? Und heraus kam das. Also auch regionales Vielfaltsszenario, regionale Vielfalt, aber auch das Globalisierungsszenario, die Welt ist miteinander vernetzt. Die Digitalisierung spielt da auch eine große Rolle, die viel Vielfalt auch im Ernährungsbereich schafft und eben dann auch die individuelle Vielfalt. Also Kernaussage kann man eigentlich auch sowohl bei Konsumentensicht als auch von der Ernährungsbranchensicht sagen, die Zukunft der Ernährung ist vielfältig und es gibt nicht eine Lösung, sondern es gibt viele. Und genau das ist von uns auch ein Schwerpunkt am Kompetenzzentrum für Ernährung. Wir arbeiten da in viele Richtungen, greifen vieles auf mit vielen Projekten und ganz besonders möchte ich da hervorheben unseren Startup, Food Startup Wettbewerb Next Level vom Cluster Ernährung. Cluster Ernährung ist bei uns am Kern ansässig, ist ein Fördercluster des Wirtschaftsministeriums. Und wir finden einfach, Food-Startups gehören sich unterstützt, weil sie Innovationstreiber sind und oft auch viel Hilfe gerade am Anfang brauchen und dann eben auch in der weiteren Entwicklung, indem man ihnen bei der, beim Kontakt suchen und hilft. Und ja, dieses Jahr geht er in die dritte Runde. Wir arbeiten das zusammen mit der Food and Life, mit einem Food-Startup-Beratungsunternehmen und dem ProSiebenSat.1 Accelerator. Und es sind mittlerweile ja über 30 Bewerber. Letzte Woche ist die Bewerbungsphase geendet und das ist wirklich immer ja, sehr schön anzusehen, weil Frau Czerny hat es heute früh gesagt, es kommt auf diesen Unternehmergeist drauf an. Und wenn ich hier in die Runde schaue, gerade viele Startups sind einfach, gründen sich oder ist eine Studentenidee und nach dem Studium wird es dann auch zum festen Business. Und wir wollen das einfach unterstützen und ja, wollen die Startups da auch nicht alleine lassen. Deswegen haben wir eine Beratung mit an Bord, um das Thema voranzubringen und sich auch am Markt zu positionieren. Das bringt mich jetzt eigentlich schon zum Ende von meinem Vortrag. Ich bedanke mich recht herzlich. Das war jetzt in aller Kürze vieles angerissen, viele Themen. Ich stehe gern in der Pause für Fragen zur Verfügung. Wer sich für die Szenarien interessiert, die sind bei uns auf der Cluster Ernährung Homepage zu finden zum Herunterladen. Vielen Dank.